Ja, hallo und herzlich willkommen in der Alton Klangwerkstatt. Ich möchte heute was erklären zu Pentatonik und Diatonik und was man da alles so mit anstellen kann am Beispiel dieses Xylophons. Xylophon hat meistens diese Reihe, wo man alle meine Endchen spielen kann. Und das ist das Lied, wo ich eine typische diatonische Tonleiter habe. Das sind die weißen Tasten am Klavier, ist diatonisch. Wenn ich die schwarzen noch dazu nehme, nennt sich das chromatisch. Und wenn ich noch welche weglasse, nämlich nur fünf Töne verwende, dann habe ich eine Pentatonik. Penta heißt fünf. Also in dem Fall hier als Beispiel könnte ich zum Beispiel das F und das H rausnehmen. Dann habe ich eine pentatonische Tonleiter. Schön. Ja? Mhm. So, aber wir fangen erstmal mit der Diatonik an, was man da jetzt Schönes machen kann, wenn ich nämlich so ein komplettes habe. Da gibt es ganz einfache Tricks, wie man da super Melodien oder super mitspielen kann, auch wenn man null Ahnung hat von Musik. Mhm. Ja, und der Trick Nummer 1 ist, ich spiele zwei Töne gleichzeitig und lasse immer einen dazwischen aus. Mhm. Und egal, wo ich dann spiele, ja, ich spiele mal hier vor. Ja, willst du mal probieren? Klingt super. So, der nächste Trick, den ich zeigen kann, ist zum Beispiel, dass dieser Aufbau, eben auch die weißen Tasten am Klavier, ist immer die Tonart C-Dur. Das heißt, die Töne C, E und G ist der Grundakkord dazu und alle anderen Töne passen sowieso dazu auch. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bass spiele, also den, könntest du einfach frei drauf los improvisieren und auch andere Rhythmus machen. Genau. Das passt immer da rein. Oh, total schön. Kann man schon zu zweit spielen, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Mhm. Ich kann auch hier beide Töne oder nur gleichzeitig spielen. C und E. Mach mal einen Dreier. Ja, kann man super gleich im Konzert gehen, ja, sozusagen. Ja, genau. Ohne überhaupt eine Ahnung von Musik zu haben oder Noten. Von Noten zu haben. Was ich brauche, und das ist das Wichtigste auch, ist das Rhythmusgefühl, was ich lernen muss. Ja. Genau. Ist aber gar kein Problem. Rhythmus habe ich schon kennengelernt. Also ich höre 2 Millionen Mal den Herzschlag der Mutter, bevor ich geboren werde. Mhm. Weil das Gehör schon vorher ausgebildet ist. Ja? Also es kann keiner erzählen, der hat kein Rhythmusgefühl. Mhm. Und das ist einfach dann auch nur eine Übungssache. Mhm. Und das lässt sich eben auch wunderbar wieder mit Worten oder mit Silben trainieren. Mhm. Eben zum Beispiel mit dem Namen sprechen oder die Silben reden und dann dazu spielen. Zum Beispiel, mein Name ist Kaspar Habeke, das klingt dann so. Ja, Kaspar. Oder ich nehme ganze Sätze, wie zum Beispiel
Ich will nach München fahren, ja. Ich wiederhole im Geiste immer den Satz. Ja, ne? Genau. Und auch wenn ich dann mal rauskomme, komme ich viel leichter wieder rein, ja. Weil ich habe ja den Satz im Hinterkopf. Ja, ja. Und am Anfang ist es gut, den Satz auch immer mitzusprechen. Mhm. Und das Tolle ist, man kann auch Sätze nehmen, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, so ein Scheiß, was soll der Quatsch? Mhm. Sage ich, super Idee, das spielen wir jetzt mal. Ja, ne? Genau. So ein Scheiß, was soll der Quatsch? So ein Scheiß, was soll der Quatsch? Ja? Ja, super. Und kann auch negative Anregungen, die aus der Gruppe kommen, super rhythmisch umsetzen und das wird dann der Lacher so und wird auch ins Positive gewandelt. Dadurch, ja, ja, total schön. Sag ich mal. Mhm. Man kann jeden Satz hernehmen und sagen, super Rhythmus, das spielen wir jetzt mal. Ne? Ich gehe jetzt zum Supermarkt. Zum Beispiel. Genau. Bring mir doch Schokolade mit. Ui, das mache ich doch gleich. Super, wunderbar. Genau, wenn du jetzt wieder die zwei auf einmal spielst, dann klingt es so besser. Ui, ich gehe zum Supermarkt. So ein bisschen. Ui, ich gehe zum Supermarkt. Genau, da hat man schon ganz viele kreative Anregungen, was ich hiermit machen kann, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was eine Note ist oder wie aussieht. Mhm. Ja, schön. So, leichter wird es dann oder anders wird es dann noch, wenn ich jetzt sage, ich möchte pentatonisch spielen. Dann nehme ich nämlich einfach hier Töne weg. Die Standardpentatonik wäre in C-Dur, dann lasse ich hier das F und das H beiseite. Dann tue ich überall weg, wo F und H draufsteht. Und habe jetzt hier die Pentatonik. Wo ich pentatonisch spielen kann. Und wir können dann eben auch wieder improvisieren und es ist dann noch harmonischer, weil eben so die zwei Halbtonschritte weg sind, die sonst da drin sind. Ne? Okay, da muss ich dann auch wieder einen auslassen? Oder da ist jetzt egal? Nee, jetzt das ist jetzt egal. Genau. Mhm. Kann man gucken, wer das letzte Wort haben will? Ja. Also es lässt sich super immer im Duo arbeiten, zu zweit arbeiten. Schön. Ist aber auch bei der Größe möglich, zu viert arbeiten, dass auf der anderen Seite auch noch zwei stehen. Ja, schön. Sehr kreativ. Und weil ich hier die ganzen Töne wegnehmen kann, ist es eben aber auch möglich, dass ich zum Beispiel andere Töne weglasse. Ja? Es gibt ganz viele Pentatoniken. Und ich kann zum Beispiel auch sogar welche weglassen, die nebeneinander sind. Ich nehme jetzt mal hier die zwei weg. Ja? Da habe ich hier C, D, E, F, G. Nehmen wir das auch noch weg. So. Und jetzt zeige ich mal, was man hier spielen kann. Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Beethoven ist mit 5 Tonen ausgekommen. Ja, Lied, ne? Und du kannst das jetzt wiederholen, indem wir probieren, gleichzeitig zu spielen, entweder auf der gleichen Taste oder du fängst da an. Ja, und du folgst mir dann immer. Ich spiel mal jetzt ein bisschen langsamer. Ja, das erste Mal schon ganz gut. Ne? Aber wenn wir jetzt noch 3-4 Mal üben, dann kriegen wir das auch ganz leicht hin, weil ja auch sogar bei dem Lied immer nicht kreuz und quer gespielt wird, sondern immer der nächste folgt. Ja, ja. Mal nach rechts, mal nach links ausweichen. Ja, so viele Sachen kann ich schon einfach mit so einem einfachen Xylophon machen.
und auch ganz viel Anregung kriegen, wie man jetzt dann noch sich das weiterentwickeln lassen kann. Und das könnte ich dann theoretisch auch mit Farben wieder markieren und dann ganz genau auch das Ganze auch dann nachspielen. Also wenn ich auch jetzt nachspielen, und es gibt ja auch dann Farbpunkte in den Melodien oder in den anderen Systemen, wo ich dann mit Farbensystemen arbeiten kann. Genau. Schön, das wäre nochmal ein anderer Punkt, den wir nochmal extra zeigen können. Genau. Sehr schön, ja. Gut. Danke. Dankeschön.